Guten Abend YouTube, willkommen nochmal zu einem Unboxing von mir. Diesmal packe ich die Sonic Generation Collection aus. Das Spiel gibt es übrigens auf die Xbox 360. Ja, ich habe mir die Collector Edition gekauft. Hier vorne sieht man Sonic und Sonic. Also das soll wohl den alten Sonic widerspiegeln und das den neuen. Ich finde, das ist wieder ein gutes, sehr gutes Sonic, finde ich. Und ja, ich lese jetzt mal ein bisschen vor, was da so steht. Zwei Sonics, zwei Spiele in einem. Springe, renne und sollte als Klassik Sonic durch spektakuläre Spielwelten. Erlebe als moderner Sonic Überschnallgeschwindigkeiten und slide und booste, was das Zeug hält. Die Sonic Generation Collector Edition beinhaltet das Spiel Sonic Generation mit spezieller Limited Edition Hülle, exklusive Sonic Generation Figur, Goldring zum 20. Jubiläum, Artbook 20 Jahre Sonic, Sonic Dokumentation, die Geschichte von Sonic, Geburt einer Ikone, Sonic 20 zum 20. Jubiläum, zusätzliche Spielinhalte als Bonusmaterial. Ja, das Spiel geht zu einem Spieler. Warte, da muss ich gucken. Das braucht, ich kann es jetzt nicht sehen, 5.910 KB, glaube ich, 720p bis 1.000p und ist 3D-kompatibel. Netzwerkfunktion. Ja, ich habe da Videos von gesehen und ich fand das sieht ziemlich cool aus. Hier sieht es von der Seite so aus. Das ist der Igel dann, der also die Seite. Und hier vom Alten. Und ja, da habe ich dann mal zugeschlagen. Wir haben jetzt noch, glaube ich, 11 Minuten. Das müsste ich hinkriegen. Ich habe es schon mal hier vorne angeschnitten. Ja, ich fand, das sieht echt wieder cool aus, das Sonic. Und ich fand auch jetzt nicht Sonic Colors schlecht oder so, aber Sonic hatte ja in den letzten Jahren ein Auf und Ab. Und da habe ich mich doch gefreut, dass das wieder so ein bisschen, ja, wie die Dreamcast-Teile ist, ein bisschen, finde ich. Nehmen wir ein Plastikding. Ist das ein Plastik? Krieg ich auf? Ja. So, legen wir das mal hier rüber. Ich hasse ja so Plastikteile. Dafür sieht der Karton aber ziemlich edel aus. Happy Birthday. Nein, ich habe keinen Geburtstag. Aber Sonic hatte ja Geburtstag. Ups. Das mag ich auch nicht so gern, wenn die Schachtel so aufgeht. Es geht die Hülle hier vorne auf. Hier steht dann Sonic Generation. Aber lassen wir das mal, weil es stört mich gerade ein bisschen. So. Das ist dieses Sonic in der Hölle. Sieht man da hoffentlich jetzt keinen Code. Die hat man nicht gesehen. Also erstmal Zusatzinhalt zum Spiel. Das ist dann inklusive Sonic Generation DLC-Paket, der inklusive Content behaltet Casino Night, Pinball Stage, Spiel als Kult-Minigame aus Sonic the Hedgehog 2. Thema: Das ultimative Sonic-Erlebnis für deine Konsole. Das lege ich mal darüber. Ja, dann diese Hülle in dieser, ja, Spezial-Edition. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. Und ja, das packen wir jetzt auch mal schnell aus. Ich muss das ja alles hinkriegen. Wo jetzt wieder jeder fragt, was der Unpacking wäre. Ich mache ja bei Collection eigentlich nie den Unpacking mehr mit rein. Manchmal. So, habe ich eben alles schon vorgelesen hier, aber sieht schon cool aus. Bewegt sich. Ach, könnt ihr es sehen? Das ist ja geil. Habe ich jetzt gerade selbst bemerkt. Man wird alt, Totti. Und jetzt rede ich noch mit mir selbst. Ich werde sehr alt. Das ist wohl das Standardcover der normalen Spiels ab 6 Jahren. Wie gesagt, gibt es auf die 360 und ja. Das finde ich nicht schön, wenn sowas passiert, aber gut. Gucken wir, ob da jetzt keine DLCs sind. Das ist die Hülle, hat doch sogar ein Innenbild. Da hat sich Sega sehr viel Mühe gegeben, finde ich. Ja, so CD lege ich mal wieder rein. Ich hoffe, die ist nicht verkratzt. Anleitung. Stilfarbe. Nein. Aber ist eine gute Anleitung, kann man schon mal sagen. Charaktere, Prolog, wie ich das liebe. So wird gespielt. iTeams. So muss es sein. Ja, Sonic, 20 Jahre Sonic. Riecht doch sehr gut. So, was hat man denn da noch? Ist da noch mehr? Ich weiß gar nicht, ob du was. Ach so, das ist das Artbook. Was war da nochmal alles drin? Das Artbook. Hoffe, ich kriege es hin. So. Weil ich habe eine Kiste zwischen mir, dann kann ich nicht so. Ich weiß jetzt aber nicht, ob da noch was mehr drin ist. Eben so. Hier steht was, kann man jetzt nicht lesen, ist alles in Deutsch und Englisch. 91, 98, 2003, 2006, 2008, 2011. Ups, da ist fast die Kamera runtergefallen. Ein paar Aufkleber von Sonic. Sonic Adventure, hammergeil, auch Sonic 2. Sonic Heroes ging, aber naja. Sonic, das habe ich noch. Das hatte ich früher mal, wollte ich gerne immer haben, aber habe ich nie bekommen von meinem letzten Geburtstag. Das hatte ich, habe ich leider aber verkauft. Das will ich mir noch holen, auch wenn es schlecht ist. Das habe ich auch. Das habe ich, glaube ich, nicht. Das habe ich, ja, die Ringe habe ich nicht. Ja, nochmal Sonic.
Die Figur müssen wir dann auch irgendwo. Tails. Ja, Tails wird übrigens von der Synchronsprecherin, von der, die auch in den Anime Shampoo synchronisiert, gesprochen. Wurde mir letztens gesagt. Überhaupt die deutsche Synchron ist nicht so schlecht, glaube ich. Kann man aber auch auf Japanisch stellen. Ich glaube, ich würde es trotzdem auf Japanisch stellen, auch wenn die Synchron gut ist. Weil ich mag es irgendwie lieber, wenn ich. Japanisch kommt immer besser rüber, finde ich. Das ist Big, das weiß ich noch. So, das Krokodil, das gab es ja bei Sonic Heroes und auch mal bei Sonic Chaos, glaube ich. Keine Ahnung, wer die ist. Supersonic Speed. Na. Mir wird gerade voll warm. Ja, Dr. Robotnik im Schlafanzug. Shadow, finde ich ziemlich cool. Ich hoffe, dass dieses Sonic wieder ein Verkaufserfolg wird. Ja, den Soundtrack hatte ich mal, habe ich verkauft. Ja, das sind, glaube ich, alles Soundtracks gewesen. So, das Artbook. Ich hoffe, hier ist nichts mehr drin, weil ich wüsste jetzt nicht, was. Da ist aber irgendwas drin. Was könnte es sein? Was ist es? Ach, die Figur, die ist ja geil. Ach, ich lasse gleich mal wieder ein Schlachtfeld hier. Ich schiebe es jetzt einfach mal wieder da rein. Boah, die ist aber riesig. Ich hätte es nie gedacht. Ist das geil. Ich hole die jetzt mal nicht raus, aber. Boah, ist die groß. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie. Ich habe gedacht, das ist wieder so eine kleine. Das ist doch mal geil, oder, Leute? Das ist Hammer. Also, vielleicht zeige ich es gleich doch noch. Oh Gott, wie soll ich das alles hier hinstellen? Ich will es euch ja alles zeigen. Dann haben wir hier die Soundtracks, glaube ich, müssen das sein. 20 Jahre. Das ist die History of Sonic. Das ist wohl eine DVD dann. Ja, ist doch DVD, steht ja da. Und das ist der Soundtrack. 20 Jahre Sonic. Und hier sind die Songs. Hier sind 23 Songs drauf. Ist Hammer. Also die Edition ist wirklich episch. Gott, wo soll ich das alles hinlegen? Hier ist so viel geiles Zeug bei. Und hier ist dieser Ring. Ich bin mal gespannt, wie der aussieht. Boah, das ist ja auch so fett. Hier ist auch noch irgendwas drin, so ein Zettelchen. Sonic Goldring. Achtung, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Also ich darf es nicht in der Hand haben. Ja, hier ist der Ring. Boah, ist das geil. Also die Edition ist ja ich also wirklich mal episch. Nicht gedacht, dass da so viel Zeug drin ist. Das sieht hier aus wie ein Chaos, wie so ein Schlachtfeld. Als ob ich irgendwas besonders so Großes ausgepackt habe, so wie, ich weiß nicht, wie eine, keine Ahnung, aber hier die geile große Figur, die ist echt riesig. Ich zoome was ran. Hammer. Dann der geile Ring. Das Spiel, die Soundtracks, die Box. Also klare beste Collector Edition neben Uncharted 3 für mich dieses Jahr. Ja, ich sage auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, also ich kann hier, wie ihr seht, da ist so viel tolles Zeug drin. Soundtrack, DVD, der Ring, die Figuren, die sind riesig groß. Also heftig. Dann Code, was ich nicht so wichtig ist. Dann eine Pappschuber mit 3D-Effekt, das Spiel. Also ich bin hin und weg. Also kauft es euch, Leute. Sonic ist episch. Ich sage jetzt auf Wiedersehen. Wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Macht's gut. Tschüss.